Hallo! Mahlzeit, Freunde. Willkommen zum nächsten Video. Heute ein bisschen spontan. Ich bin mit Leon unterwegs. Das bin ich. Wir machen eine kleine Tour und zwar zum American Diner. Mhm. Da habe ich dich nämlich für die Woche einquartiert in dem Hotel. Schlafe ich jetzt eine Woche unterm Tisch. Unterm Tisch, und genau. Sammle Essensreste auf. Und muss bei Mo die Teller spülen. Geil. Ja, ist ein geiles American Diner. Wir dachten, wir nehmen uns mal zwei amerikanische Kisten. Einmal meine Lowrider S und einmal die 2024er Street Glide. Die hat er bei uns als Vorführer jetzt mal mitgenommen zum Testen für die Woche. Und wir machen uns auf den Weg gleich, würde ich sagen. Ja. Hauen uns noch einen geilen Burger rein. Und ich dachte, wir nehmen euch einfach mal mit, weil das Wetter wird nicht besser. Wir frieren, es ist 10 Grad oder so. Windig, nass. Ja. Aber Content muss ja kommen, ne? Ich habe auch geplant, also so für ein bisschen Action in dem Video, dass ich die in irgendeiner Kurve auf die Seite lege. Ja, perfekt. Und wir dann ADAC holen. Ja. Und wir gucken mal, wie leicht du die Karre wieder hochkriegst. Also das war so meine Idee für heute. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Kosten kannst du dann übernehmen. Ja, perfekt. Und ich würde dann einfach abhauen. Mit meiner dann. Genau. Und ich laufe dann. Okay, alles klar, Leute. Dann bis gleich. Ja, perfekt. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz Leon gezeigt, wie man sein Handy verbindet bei der 2024er Streetlight. Dann kann er nämlich ein bisschen Mucke pumpen auf dem Weg. Aber noch ganz kurz, bevor der da irgendwie mit seiner Musik fertig wird, zeige ich euch mal richtige Musik. Geil, Alter. Das ist Musik. Nicht sein scheiß Schlager Apple CarPlay da. Wir sind auf dem Weg. Leon hinter mir, guck mal im Spiegel, wenn ihr das sehen könnt, so, wie geil sehen bitte diese Tagfahrlichter LED-Streifen bei der neuen Streetlight aus. Das sieht sowas von geil aus, finde ich richtig gelungen. Also generell, die 2024er Touring-Modelle sehen wirklich gut aus. Ich bin nicht so mega der Touring-Typ, nie gewesen, hätte mir niemals eine gekauft, aber jetzt bei den 2024er Modellen finde ich schon geil. Also die Roadlight CVO und vor allem die CVO ST, da muss ich sagen, finde ich schon wirklich, wirklich gut. Nur zur Info, die Strecke kenne ich selber nicht. Okay. Also fahren wir nur auf dem Hinterrad? Nur auf dem Hinterrad. Okay. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen durch den Wald, glaube ich. Nach vorne? Geradeaus, ja. Jetzt würde ich um die Kurve driften. Könntest du versuchen, ja. Okay. 1040 Euro Selbstbeteiligung, ne? Ja, aber wir sind ja Homies, also machst du bei mir einen guten Kurs. Für dich dann 2000. Leon, auch geborener Schwätzer, muss man sagen. Also genauso wie ich, passt dementsprechend super. Voll auf einer Wellenlänge. Wir haben uns jetzt auch so durch diese Social-Media-Geschichte kennengelernt. Leon ist auch selber ein bisschen aktiv auf Social Media, wird auch noch mehr werden, glaube ich. Aber auch viel im Hintergrund tätig, schneidet Videos für verschiedene sehr bekannte YouTuber. Sehr, sehr cooler Typ und wir haben halt beide so ein Fable für Kamera, Videoschnitt, cinematische Dinge und so. Und ja, das passt schon ganz gut. Aber heute machen wir erstmal eine schöne Tour. Mal eine direkte Frage ans Publikum hier. Wir haben ja jetzt schon echt relativ kalt, 10 Grad, windig. Es hat heute mehrfach geregnet. Wie ist es bei euch? Wie lange fahrt ihr? Fahrt ihr auch im Winter? Fahrt ihr im Herbst? Fahrt ihr bei so einem Wetter? Oder sagt ihr, oh nee, Karre putzen oder das ist mir zu gefährlich oder zu kalt oder was weiß ich? Schreibt es mal in die Kommentare, finde ich mal sehr interessant. Also wir ballern hier auf jeden Fall richtig schön durch die Wald- und Feldwege. Finde ich cool. Kein Verkehr. Man hat seine Ruhe, schön in der Natur hier. Das hat sich auch noch gereimt, perfekt. Genau so und nicht anders will man es ja auch haben. Das Navi sagt jetzt, wir können geradeaus oder rechts. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, finde ich, ist so mit das Geilste halt. Ne? Diese Feldwege, ich muss gar nicht immer 100 fahren. Also hier mit 50 durchzufahren, mach mal kurz die Klappe zu. Beim Hund, da bin ich immer so ein bisschen, das muss ja nicht sein. Ne? Für die ist das ja wesentlich lauter als für uns. Wir fahren geradeaus, weil hier rechts ist nur Schotter. Hier ist jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen gefährlicher. Es ist eng, es ist rutschig durch diese Scheiße auf dem Boden, aber ey, wir sind ja Abenteurer, ne? Oder wie ist das? Als für uns, wir fahren geradeaus, weil hier rechts ist nur Schotter. Digga! So eine Scheiße hier, jetzt ist das gar keine richtige Straße mehr. Ich wollte ja eigentlich kein Offroad-Video fahren, Alter. So eine Pisse, Mann. Scheiße, ey! Willst du hier weiterfahren? Eigentlich nicht. Wir können gerne umdrehen. Wir sind ja Abenteurer, ne? Oder wie ist das? Routenplaner Mielke. Ja. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ob die Straße da gleich endet? Ich guck. Mach mir den umdrehen. Aber ey, jetzt habe ich mal wieder was gefunden, wo ich mit der Pan America gut fahren kann. Ja. Man denkt gar nicht, wie gut diese Serien-Harleys über Schotter fahren, ne? Die voll drauf. Alter, ich bin voll durch das Schlagloch geballert. Das war gar kein Problem.
Na gut, aber du hast auch komplett Fahrwerk-Upgrade. Ist ja wie eine Enduro dann. Genau. Genau. Alter, so war das jetzt hier nicht geplant. So eine Straßen fahre ich schon auch mal mit der Harley. Aber dann halt wirklich nur, wenn es komplett trocken ist. Das ist jetzt ja auch keine mega schlimme Straße, aber wenn es halt krass geregnet hat, kalt ist, Laub drauf, ist schon sehr rutschig gerade hier. Und dann mit den Schlaglöchern und so. Und Leon ist jetzt natürlich auch nicht vertraut mit seiner Maschine, die er da gerade fährt. Das möchte ich jetzt nicht ihm zumuten, hier mit einer Streetlight quasi über Schotter fahren zu müssen. Er ist sonst Lowrider ST-Fahrer. Das ist sonst vielleicht ein bisschen heavy. Jetzt auf jeden Fall in den Kurven langsam machen, weil die Reifen sind natürlich jetzt etwas matschig. Da muss man jetzt die ersten paar hundert Meter ein bisschen vorsichtig fahren. Aber ja, die Karren können das. Also früher, die Amis, die ballern da ja auch ständig über Schotter und Schlamm mit. Naja, wir gucken jetzt erstmal, wir fahren den Weg ein Stückchen zurück und dann kommen wir wieder auf eine größere Straße. Dann wird das wohl nichts mit den Waldwegen heute. Naja, scheiß drauf. Aber ich sag euch ehrlich, dieser Wald hier, der war mir gar nicht so bewusst, der ist gar nicht so weit weg von mir zu Hause. Mit super vielen Feldwegen. Also ich glaube, das schreit schon fast nach einem Part 2 mit der Pan America. Ich glaube, ich werde meiner Werkstatt Bescheid sagen, dass sie bei unserem Vorführer mal die Offroad-Reifen wieder drauf machen. Und dann nehme ich die mal mit, wenn es richtig schön schlammig ist. Und dann machen wir mal einen richtigen Härtetest. Boah, sieht aber auch nice aus. Sowas mag ich ja, ne? Diese Architektur, wenn das so ein bisschen aussieht wie so ein Schloss oder so. Das sieht, boah, guck mal, so eine Garage, Alter. Boah, crazy. So eine Garage voll mit 15 Harleys, Alter. Da sehe ich mich. Gibt mir noch 3 Jahre. Wir sind jetzt quasi da. Da hinten kann man schon sehen, Moe's Diner. Da wird der Leon pennen und wir werden da einen geilen Burger essen. Ist nur noch über die Straße und dann links. Es sieht sogar recht voll aus. Wir haben keinen Tisch reserviert. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu voll und die haben noch einen Tisch für uns. Ich habe dem Mo zwar geschrieben, dass wir heute kommen, aber ich hatte jetzt nichts reserviert, weil ich nicht wusste, wann wir da hinfahren. Das wäre jetzt der übelste Pain, wenn wir keinen Tisch mehr kriegen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ist ja auch echt eine geile Location für ihn. Direkt an der Autobahnabfahrt, also auch wenn ihr mal auf der Durchreise seid. Haltet hier auf jeden Fall mal an. Wir gucken auf jeden Fall mal nach einem Premium-Parkplatz jetzt, würde ich sagen. Wir fahren mal hier direkt vor. Hotel, das ist schon mal gut. Reserviert. Ja, sieht aber aus, wenn da noch was frei wäre. Wir stellen uns mal hier direkt hin. Denkt bitte mit dran, dass ich einen Gang reingemacht habe. Boah, die Karre sieht assi aus. Boah, Alter. Oh, nee, Digga. Guck mal, wie dreckig die scheiß Karre ist. Aber weißt du was? Ich habe ja eine Keramikversiegelung von Westside Detailing. Alter, sieht die schon wieder scheiße aus. Bei dir ist nicht so schlimm. Du bist aber auch nicht so brutal gefahren wie ich. Das du bist halt wirklich in dieses Schlagloch. Ja, bin ich auch. Da reingefallen. Es ist schon ein Wunder, dass der Auspuff noch dran ist. Ja. Ja. Das ist echt geil. Scheiße. Mahlzeit, wir sind da im Zimmer. Und ich muss wirklich sagen, also sehr schönes Zimmer, oder? Ja. Schön renoviert, schön neu. Ich bin schon dabei. Er macht die Hose gerade schon wieder zu. Also gut, dass ich nicht früher gefilmt habe. Ich zeige euch das mal. Also wenn ihr mal im Raum Bielefeld seid, auch Badezimmer wirklich sehr schön. Erinnert mich ein bisschen an mein eigenes Badezimmer. Top. Nicht unnötig groß. Ist wirklich geil. Aber Bett ist groß. Ja. Badezimmer ist groß. Du musst den Test machen. Ne, Jump, komm. Aber mach nicht kaputt, du wiegst 300 Kilo, Junge. Ohne reden. Oh, es ist sehr weich. Sehr geil. Ist perfekt. Man merkt, man hört schon so, ne? Oh. Man hat schon gehört, es ist Quality. Oh, das ist geil. The Quality. Das ist wirklich geil. Ja, geil, Alter. Freue ich mich. Sehr cool. Dann bin ich dich nämlich endlich los. Ja. Aufgrund des Cringe-Faktors werde ich jetzt die Kamera gleich umdrehen und so ein bisschen beim Reinlaufen filmen, aber nicht reden, weil es mir peinlich. Ich rede dafür. Ich rede doppelt so viel, okay? Ich nehme den Fatboy und noch Süßkartoffelpommes. Fatboy für den Fatboy? Ja. Kommen da Pommes schon Eier? Ja, das ist immer als Menü. Okay. Kurz zum Kontext. Ich werde auch den Fatboy nehmen. Der ist nämlich ziemlich nice. Den hatte ich schon mal. Da haben wir nämlich auch eine ordentliche Portion, denn es sind 2x190 Gramm Rinderpatty mit ordentlichen Sachen dabei. Ich zeige euch das Kaliber gleich. Schmeckt auf jeden Fall gut. Lohnt sich. Also vorbeikommen, probieren. Und der junge Herr da hat sich eine unfassbar bodenlose Getränkekombination bestellt. Und wir werden mal gucken, ob du die überhaupt erhalten wirst. Ein guter Hopfentee und ein Pfefferminztee. Ein Hopfentee und ein Pfefferminzbier. Hopfentee und Pfefferminzbier, so. Genau. Stellt euch vor, ihr sitzt im American Diner. Bestellt euch einen Pfefferminztee mit einem alkoholfreien Pilz. Statement. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Und ihr tippt einfach abends
den Keks in den Pfefferminztee, während ihr euch gerade den 400 Gramm Rinderburger bestellt habt. Also, Essen ist da. Zweimal Fatboy, einmal Pommes, einmal Süßkartoffelpommes und das ist schon ein Klopper, ne? Das ist schon ein Klopper. Halt mal deine Hand daneben. Ja, gut, meine Hände sind schon sehr groß. Die sehen mit dem Weitwinkel jetzt auch ultra klein aus, aber das ist schon, also wenn das eine Faust ist, wir hauen das jetzt erstmal rein. Ich muss mal ganz kurz einhaken, wir haben ja gerade ein Gesprächsthema. Leon hat gerade nochmal ausgeführt, warum er froh ist, sich eine Harley gekauft zu haben und keine Indien. Muss ich doch wirklich nochmal sagen. Erklär bitte nochmal für die Zuschauer, warum eine Harley besser ist als eine Indien. Also, kurzer Disclaimer vorweg, ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet und Indien macht bestimmt auch geile Motorräder. Hab auch lange überlegt, ob ich mir eins hole. Aber jetzt im direkten Vergleich nochmal, wo ich die Harley habe, was mich einfach ein bisschen triggert und verwirrt, ist, dass bei den Indien-Motorrädern der Anlasser so lang ist und so klingt wie so ein wiehernder Esel. So ein und dann geht das irgendwann an. Ich mach's nochmal etwas lauter. Okay, ich blende mal ein Video ein, wo man das hört. Ich habe selber gar nicht jetzt auf dem Schirm. Vielleicht ist es auch nur bei den Karren, die ich so gesehen habe, der Fall und bei den meisten nicht. Keine Ahnung, Alter. Aber irgendwie ist mir das aufgefallen. Und bei einer Harley, die machst du halt an und das feuert direkt hinten raus die Scheiße, dann geht die Scheiße an und das klingt einfach geil. Wie hört sich das an bei der Harley? Pop, 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 brr. Okay, genau danke so für deinen Einwand. Kein Problem. Ich musste doch nochmal die Kamera starten. Ja. Er hat noch einen weiteren Punkt. Ich musste noch einmal den Finger heben. Wirklich, den mahnenden Finger und nochmal sagen, also wie könnt ihr denn Motorräder verkaufen für 20.000 aufwärts, die mit Windows Vista gefühlt laufen, wo man 3 Minuten warten muss, ehe dieser Tacho sich gefangen hat, die ganze Start, die Bordelektronik und das Ding dann erst starten kann. Es klingt jetzt schon sehr nach Hate, ich will nicht haten, Indien macht auch geile Bikes, ich liebe die Sport Chief. Aber wenn ich eine hätte, würde es mir auf den Sack gehen, jedes Mal so lange warten zu müssen, ehe der Anlasser klarkommt, ehe die Bordelektronik klarkommt, ehe ich dann fahren kann. Dass sie eine geile Bordelektronik hat, müssen wir nicht drüber reden. Geiles Bike in vielen Aspekten. Aber das sind so Punkte, die triggern bei mir einfach rein. Das muss ich auch ehrlich sagen. Muss ich aber mal einhaken noch. Selbst als Harley-Mitarbeiter muss ich dazu noch mal sagen, bei unseren neueren Modellen, Sportster S, Nightster und so mit dem voll elektronischen Display, dauert mir persönlich das auch zu lange. Also es ist noch relativ schnell, aber es ist dann so Windows XP. Ja. Ich hätte schon eher gerne so ein Windows 10 Motorrad. Dann habe ich nichts gesagt, Harley ist auch scheiße, alles scheiße. Ich hole mir eine BMW GS, da funktioniert alles. So siehst du auch aus. Ja, Alter. Ich weiß. Nee, am Ende kauft man sich einfach ein Motorrad und dann will man einfach fahren und nicht über den scheiß Computer nachdenken. Ja, das ist es halt, genau. Nee, aber ich glaube, die Message kam rüber. Okay. Leon, geht's jetzt aufs Hotelzimmer? War das eine Frage? Das war eigentlich eine Anfrage. Ach so. Komm, Schatz, leg dich rein. Die Kamera ist jetzt leider schon am Helm. Ich wollte dem Leon nochmal die Chance geben, euch auch nochmal Tschüss zu sagen. Also. Ja. Perfekt. Der war für euch. Danke, dass du hier im Video teilgehabt hast. Ich habe gerne teilgehabt. Gar kein Problem. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Boah, der stinkt. Wir sehen uns die Tage. Na, deswegen habe ich das Ding genommen. Das hat nichts mit der Kälte zu tun. Wir machen es nochmal aufs Motorrad und lassen den jungen Mann jetzt endlich mal alleine hier. Wir fahren jetzt auf jeden Fall noch zurück. Ich nehme euch nochmal mit. Hab ja vor ein paar von euch gehört, dass ihr Bock habt, auch mal so ein bisschen spontanere, persönlichere Sachen. Deswegen einfach mal so ein chilliges Essen gehen mit einem Kollegen. Warum denn nicht, ne? Denn jetzt ist es wirklich kalt. Es sind 8 Grad. Ich glaube, gleich beim Fahren werde ich frieren. Aber naja, wollen wir nicht solche Pussys sein. Aber... ey, Real Talk, der Laden von Mo sieht echt geil aus. Also ich kann den Laden wirklich nur empfehlen. Ich glaube, es macht Sinn, die Karre schon mal einen kleinen Moment laufen zu lassen. Ist zwar noch ein bisschen warm. Lassen wir die schon mal einen kleinen Moment. Ja, schon ein ordentlicher Kaltstart schon wieder, obwohl die vielleicht jetzt 1,5 Stunden stand. Aber bei der Temperatur, ey. Aber die Flüssigkeiten müssten eigentlich noch warm sein. Aber ich sage euch ehrlich, ich habe echt Bock zu fahren. Also irgendwie, es ist zwar arschkalt, es ist dunkel. Es ist Sonntagabend, ich muss morgen früh arbeiten. Aber ich habe echt Bock zu fahren jetzt, also drehen wir eine Runde. So, los geht die Fahrt. Schon lange nicht mehr im komplett Dunklen gefahren. Straßen sind aber wesentlich trockener als noch vorhin, muss ich sagen. Oder es wirkt jetzt nur hier so. Wir fahren erstmal hier rechts, weil den ganzen Weg jetzt Autobahn im Dunkeln ist Abfuck. Mir ist zwar ein bisschen kalt, aber es ist gerade völlig egal irgendwie. Ich habe gerade richtig Bock zu fahren. Und ich habe gerade irgendwie so einen richtigen Moment... der Dankbarkeit, muss ich sagen. Ich bin gerade richtig happy. Ich hatte ein geiles Wochenende mit Leon. Die Jungs von Westside Detailing waren da. Wir hatten Spaß. Es war teilweise auch stressig, aber
Es hat richtig Bock gemacht. Ich sitze auf meiner Harley. Ist irgendwie gerade alles geil so. Weißt du, manchmal muss man auch mal einfach dankbar sein. Und dann überschattet das die kleinen negativen Dinge, die gerade vielleicht präsent sind, so massiv. Wen juckt's, ob es jetzt 8 Grad sind und ich ein bisschen friere? So vor 2-3 Jahren hätte man mir da gesagt, ey, du hast in 2 Jahren deine eigene Harley mit den Umbauten dran und was weiß ich und hast einen Job, den du geil findest und da hätte ich gesagt, Alter, ich fahre dir auch bei minus 8 Grad mit der Harley, wenn ich eine dafür hätte, die mir gehört. Und jetzt habe ich das und dafür diese Dankbarkeit, die ich gerade verspüre, ist 10-mal geiler und 10-mal mehr wert als jedes kalte Wetter. Also scheiß drauf. Wenn ihr ein Motorrad habt und euch das Ding glücklich macht, dann solltet ihr es auch fahren, wenn es ein bisschen kühler ist. Nur mal so ein kleiner Deep Talk hier am Rande. Muss ja auch mal sein. Jeder kennt es bei den nächtlichen Ortskontrollfahrten. Da kommen immer die tiefsten Gedanken hoch. Boah, das schallt so krass, die Abgasanlage, wenn neben dir direkt so eine Wand ist. Ah, das macht schon immer Bock, sage ich euch ehrlich. Es ist zum Glück nicht sehr weit nach Hause. Kurzes Stück noch von der anderen Autobahn und dann bin ich auch quasi schon da. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Garage wieder und dann schnacken wir noch mal kurz. So, da sind wir wieder in der Garage. Ich muss sagen, die Hände sind halb tot. Ich würde mal schätzen, jetzt so 7 Grad Maximum, vielleicht auch 6. Mit dem Wind ist natürlich schon krass, aber hat trotzdem Bock gemacht. Manchmal muss man mal so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Parken jetzt noch das Motorrad hier entspannt ein. Und dann war es das auch. Dann wird gleich Haier gemacht. So, die Harley ist wieder sicher eingeparkt. Das Abus-Schloss ist dran. Und damit würde ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Bisschen spontaner. Schreibt gerne ein bisschen was in die Kommentare. Ich verabschiede mich. Daumen hoch, Kommentare schreiben, Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verlinke euch noch ein weiteres Video hier hinter, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, schaut gerne rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bleibt stabil. Wir haben heute Alex und Alex von Westside Detailing zu Besuch. Zwirbeln, einmal zwirbeln bitte. Die versiegeln heute die Lowrider ST von Leon, der ist hinter der Kamera. Moinsen. Da gebe ich positive Bewertung, sag ich ehrlich.